So, ich wurde getaggt von der lieben Suspensia. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, deswegen habe ich L-Sword angemacht, dass mir ins Ohr schreit. Ich rede quasi jetzt auch nur drüber, denn ich habe schon aufgenommen. Und damit es nicht leckt, die Tonspur wird jetzt überlegt, drüber gelegt. I can talk, like always. Ja, länger schon nichts mehr gemacht. Grund, YouTube lässt mich nichts hochladen, weil abartige Ladezeiten. Aber mal schauen, ob das klappt. So. Was haben wir denn da für Fragen? Laptop oder Computer? Ich hätte gerne beides. Computer bevorzuge ich zum Arbeiten. Hat eben bessere Verarbeitungsmöglichkeiten, größeren Prozessor. Laptop hätte ich gerne mal so, wenn man abends mal ein bisschen chillen will. Ich sag mal, zum Lesen, irgendwas im Forum schreiben, bla bla bla, sowas halt. Was habe ich als nächstes? McDonald's oder Burger King? Ich bin 1A McDonald's-Kind, ich bin damit aufgewachsen. Burger King gab es damals noch nicht. Zu meiner Zeit gab es Burger King in Deutschland, bei uns in der Stadt nicht. Das waren dann nur die Großstädte. Und mir schmeckt McDonald's auch viel besser. Außer die Chili Cheese Nuggets, die der Burger King hat, die sind gut. Deo-Roller oder Deo-Spray? Keine Ahnung, beides. Wobei ich Leute hasse, die Deo-Spray willkürlich rumspritzen. Das ist eklig. So. Äpfel oder Erdbeeren? Oh. Mag ich eigentlich auch beides ganz gerne. Äpfel bevorzuge ich dann doch so ein bisschen. Erdbeeren gerne als Marmelade oder zu Eis. Oder auf Kuchen. Apfel pur. Oder als Apfelsaft oder als. Ich mag keinen Apfelkuchen. Da bevorzuge ich doch Erdbeerkuchen. Äpfel. Ja, Katzen oder Hunde? Mag ich auch ganz gerne beides. Ich bin aber wohl eher der Hundemensch. Denn ich könnte mit einem Hund mehr anfangen als mit einer Katze. Weil Katzen doch recht eigen sind. Denke ich zumindest. Ich habe ja leider nur. Was heißt leider? Ich habe zwei hübsche Kaninchen. Mit zwei dicken Moppel. Die sind toll. Und süß. Schaut Videos an. Na. Blond oder braun? Ich bin beides gewesen und eigentlich bin ich braun. What? Ja. Eigentlich habe ich braune Haare, war mal blond, ich war mal rothaarig, ich hatte auch mal grün und grau und blau und doch ist eigentlich eher lieber blond. Wobei, nee, braun, braun, braun sieht besser aus. Nussbraun, Schokobraun. Es hat sowas Edles. Ah, wer schreibt mich dein Skype an, während ich aufnehme? Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Das kommt drauf an. Ich sag mal, Süßes geht immer gerne. Herzhaftes mittags. Ja, nach der Arbeit esse ich lieber was Herzhaftes. In der Mittagspause esse ich lieber was Süßes. Zucker regt das Denkvermögen an. Gut für den Kopf. Zitat L. Na. Was esse ich denn gerne so? Weiß nicht. Heute gab's Kartoffelbrei mit Hacksteak. Das war gut. Das war herzhaft. Das füllt den Magen. Süße Sachen soll man nicht essen, um satt zu werden, sondern einfach mal so, weil davon wird man fett. Diät. Bah. Die ich irgendwie nie anfangen werden kann, weil zu faul und so. Lego oder Playmobil? Ich hatte als Kind beides.
Ich glaube, ich habe Playmobil doch bevorzugt, weil es diese Männchen gab und diese ganzen Modellsätze mit Spielplatz und Schaukel, und damit habe ich dann gespielt. Ja. Heute weiß ich nicht. Heute ist es mir eigentlich egal. Heute gibt es anderes Zeug, womit man spielt. Computerspiele und so. Und spielen Kinder heute noch mit Legos? Kleinkinder, die fressen die dann noch nur auf, oder? egal. So, was habe ich noch? Nike oder Adidas? Oder heißt es Nike? I don't know. Ich glaube, es hieß Nike, ne? Ich habe gar nichts von beiden. Ich hatte früher mal Adidas-Schuhe für Sport. Die waren bequem, weil sie meiner Schuhgröße entsprachen. Und ja. Von Nike oder Nike und Adidas gibt es ja auch, glaube ich, Parfum und Klamotten. Ich habe von nichts was. Ich weiß auch nicht, was ich drüber erzählen könnte. In der Stadt bei uns gibt es einen Adidas-Shop. Beziehungsweise einen Schuhladen, der ganz viel Adidas-Krempel verkauft. Und ich finde es schweineteuer. Das sind ganz normale Turnschuhe und. Ich meine, wer es tragen will, soll es tragen. Wer die Marke bezahlen kann, soll die Marke bezahlen. Das ist genauso wie die nächste Frage: iPhone oder Samsung Galaxy. Ich habe ein Samsung-Handy, glaube ich. Ja, Samsung ist das. Ich habe aber kein Galaxy. Ich habe ein ganz normales 0850 80-Euro-Handy von Samsung. Das war damals das billigste und mit Touch und so. Und davor hatte ich ein altes Nokia 10 Jahre lang. So ein richtig fettes, ich glaube 33600 oder keine Ahnung, wie das Ding hieß. Das hast du jemand ins Genick schlagen können, dann war er erstmal K.O. Das liegt hier immer noch irgendwo rum. Ja, iPhone halte ich jetzt nicht viel von. Man kann es natürlich haben, wenn man das Geld hat. Ja. Gott, lose ich gerade beim Raid Boss ab. Hahaha. iPhone brauche ich jetzt nicht, Samsung S Galaxy irgendwie 5 brauche ich auch nicht wirklich. Ich hätte gerne ein ganz normales Telefon zum SMSen, Internet ab und zu mal. Aber dazu gibt es ja auch Verträge, die ich irgendwie nicht gemacht habe, weil ich denke, das lohnt sich bei mir nicht. was sonst noch? Wie viele Fragen sind das jetzt noch? Nicht, dass ich. Okay, das geht eigentlich noch. Über Handys kann ich nicht so viel quatschen. Ich brauche das zum Telefonieren und SMS schreiben. Na. Nächste Frage. Party oder chillen? Kommt drauf an, ob ich Bock habe, Party zu machen. Wenn Party das mit Saufen und Blödsein zu tun hat und danach als Alkoholleiche rumzulegen, nee, danke. Da liege ich lieber zu Hause und lese ein Buch. Oder gehe mit Freunden irgendwo mal so Cocktail trinken. Ohne Alkohol. Ja. Denn das macht viel mehr Spaß. Als wenn man Hardcore-Party macht. Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, habe ich keinen Bock für. Oh mein Gott, meine Ohren. Weiter. Subway oder KFC? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich war noch nie bei KFC. Ich habe gehört, der soll irre gut sein und ich würde gern irgendwann mal hin und wahrscheinlich komme ich auch irgendwann mal hin. Subway hatte damals ganz tolle Sandwiches, die hießen Meatball. Und Meatball Sandwiches gibt es heute nicht mehr. Ich gehe da jetzt eigentlich nur noch für Cola und Kekse hin, wenn überhaupt. KFC, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Ist halt alles Hühnchen, Hähnchen, Hühnchen. Müsste ich erstmal testen. Was gibt's noch? Links- oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder und habe mal versucht, beide Hände zu trainieren. Und als Kind hat das irgendwie noch geklappt. Da konnte ich sogar mit links ein bisschen schreiben. Heute kann ich das nichts mehr. Rechtshänder, also total. Wobei ich auch sagen muss, ich halte das Besteck falsch. Ich halte das Messer statt in der rechten, in der linken Hand, weil ich mit der rechten lieber die Gabel habe, um mich nicht zu versauen. Hahaha. Cola oder Fanta? Cola.
Cherry-Cola, Vanille-Cola, Fanta trinke ich auch ab und zu, aber Cola ist irgendwie so, das hat sich eingebürgert, ne? Sprite oder auch normal Spreit trinke ich auch gerne. Aber ich bevorzuge Cola, Vanille oder Sherry. Ich hasse Cola Zero, ich hasse Cola Light, ich mag das Zeug nicht. Cola Zero hate ich, muss es aber jeden Tag trinken, weil wir auf der Arbeit nichts anderes haben. Man schmeckt den Süßstoff viel zu sehr raus. Süßstoff ist krebserregend, sagte mal irgendein TV-Sender in einer Reportage. Keine Ahnung, ob das stimmt, kann gut sein, ist mir auch egal. Wir werden sowieso alle früh sterben. Spätestens wenn die Sonne in ein paar Milliarden, Trilliarden Jahren explodiert. Horror oder Liebesfilme? Horror. Ich mag Horror. Liebesfilme finde ich irgendwie doof. Kann ich nichts mit anfangen. Weiß auch nicht warum. Horrorfilme sind einfach spannender, wobei es auch selten jetzt gute Horrorfilme gibt. Es gibt. Momentan gibt es mehr Splatter-Filme aus den USA. Japaner haben immer gute Horrorfilme. Zum Beispiel, The Ring war toll, Ju-On war episch. Also die japanischen Originale, Apartment 1305 oder sowas, das war auch ganz toll. Das habe ich noch gesehen. Ich habe neulich noch einen ganz tollen Film gesehen. Der war richtig nice. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Mäh. Blöd. Auf jeden Fall war das auch, glaube ich, Calling habe ich neulich auch mal geschaut. Calling 1 und 2. Da muss ich noch den dritten irgendwann mal schauen. Koreanische Horrorfilme sind auch ganz interessant. Ich lese auch gerne Bücher. Zum Beispiel habe ich den Ring dann gelesen. Nachdem ich den Film irgendwie mal halbwegs geschaut habe. Liebesfilme finde ich irgendwie, wie gesagt, überhaupt nicht. Ist mir zu schnulzig, ist mir. Wenn gewisse Comedy drin ist, geht's eigentlich. Aber sonst, nee, eher nicht. Nintendo oder PlayStation? Ganz klar Nintendo vor PlayStation. Wobei ich jetzt auch eine PlayStation 3 gerne noch hätte und eine Nintendo Wii U will ich auch noch irgendwann haben. Aber ganz klar Nintendo, das war das erste Ding, was ich als Kind hatte. Nintendo 64 war meine erste Konsole, ja. Danach Game Boy und sowas. Game Boy war Game Boy noch vor 64? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich falle Game Boy und Nintendo 64 das erste, was ich hatte. PlayStation 1 kam irgendwann später nach. Und irgendwann habe ich mir auch eine PlayStation 2 gekauft vor gefühlten 6, 7 Jahren. Aber da habe ich dann auch nur sowas wie Project Zero, Nightmare Before Christmas und sowas. Persona 4 habe ich noch. Ich glaube, mehr Nennenswertes außer Silent Hill noch habe ich nicht. Wobei es da auch richtig gute Spiele gibt. Canon oder Nikon? Was ist Canon oder Nikon? Ist das nicht eine Kamera? Ich kenne Canon nur als Drucker. Canon. Keine Ahnung, ist mir voll egal. Hauptsache, die Kamera taugt was. Meine momentane ist von Aldi und wird unscharf und verwackelt ohne Blitz. Das ist blöd. Was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, ich muss gleich noch ein Video dranhängen. Mäh. Ja, wir haben jetzt sowieso in 10 Minuten kommt der Raid-Boss nochmal. Dann kann ich ja noch was dranhängen. Kino oder DVD? Ich bevorzuge Kino mit Freunden. Das macht einfach mehr Spaß. Und auch mit anderen Menschen im Raum zu sitzen und die Reaktionen zu sehen, wie man selbst reagiert und was andere Leute so dazu denken, sagen, machen. Ist viel interessanter als zu Hause alleine DVD zu sitzen, außer man macht zum Beispiel eine Horrornacht und guckt von mittags bis 6 Uhr morgens Horror-DVDs und denkt sich nur noch so, what the fuck?
tue ich da eigentlich? Was ist denn das für ein Scheißfilm?